Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es mal wieder ein normales Video und keinen Vlog. In einem Vlog habe ich nämlich so eine Art Schminksammlung ausmisten gemacht. Also einfach meine Schminksammlung so ein bisschen aufgeräumt. Und dann hatte ich da eine Abstimmung, wo ich gefragt habe, ob ihr gerne mal sehen wollt, wie die Schminksammlung nach diesem Ausmisten aussieht. Und da haben die meisten dafür gestimmt. Genau deshalb sitze ich jetzt hier und werde die Kamera gleich mal umdrehen. Ich sitze ja den Videos meistens vor meinem Schminktisch. Ja, und ich hoffe, ich kann bei den meisten Teilen, die so auf meinem Schminktisch stehen, noch sagen, woher die sind, soweit ich es eben noch weiß. Und dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. So, ich stehe jetzt vor meinem Schminktisch und ich gehe jetzt einmal von oben nach unten. So sieht das Ganze aus. Dann starten wir mal ganz unten bei meinem Hocker. Das ist der weiße Hocker hier, der ist von Ikea aus der Ingolf-Reihe. Der hat da eben so Kreuze an der Seite. Und obendrauf liegt einfach so ein rosafarbenes Kissen. Und da sitze ich immer drauf, wenn ich mich schminke. So, und der weiße Schminktisch hier mit dem Spiegel dran ist ebenfalls von Ikea aus der Hemmnis-Reihe. Den kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja, genau. Das ist jetzt erstmal so der Überblick und dann würde ich sagen, fangen wir auf der linken Seite an. So viel gibt es ja hier auch gar nicht zu sehen. Also hier links habe ich erstmal so eine kleine Kosmetiktasche von der Marke Hey. Da waren mal einige kleine Produkte drin und da können wir jetzt ja mal eben reinschauen, wenn ich das so weit aufkriege. Also hier sind einfach so ein paar Kleinigkeiten drin, unter anderem mein Setting Spray von Urban Decay. Das ist das hier, das Chill Make-up Setting Spray. Dann sind da, wie man sehen kann, ganz viele kleine Haargummis und Haarspangen drin. Und dann hier noch so ein kleines Parfüm von Chanel. Und ja, das war es auch schon mit der Tasche. So, wenn wir dann hier weitergehen, dann seht ihr hier meinen, es ist jetzt gerade ein bisschen dunkel, meinen Vergrößerungsspiegel. Also hier auf dieser Seite hat er eben Vergrößerung. Und hier ist es normal und da schminke ich mich meistens mit, weil man das eben alles so ein bisschen besser sehen kann. Und dann habe ich hier so ein kleines Döschen und da sind ganz viele kleine Parfümproben drin, die man meistens bei Douglas zum Einkauf dazu bekommt oder so. Und ich hatte irgendwie keine andere Aufbewahrung dafür und deshalb habe ich die alle hier drin verstaut. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist dann so eine Fotobox. Da ist jetzt gerade eine Karte drin. Mit dir an meiner Seite habe ich überall Paris. Und hier oben, ja, sind so ein paar kleine Polaroids drin und so ein paar Parfümzerstäuber. Voll praktisch, der ist von Amazon. Diese Box ist, soweit ich weiß, von Depot. Und dann habe ich hier noch so eine kleine Schublade, da ist eine Kette drin, warum auch immer. Aber ich weiß sonst nicht, wo ich die hin tun soll. Und dann schwenke ich mal weiter. Hier liegt dann so eine kleine Ananasschale. Ja, die habe ich auch geschenkt bekommen. Und dann ist hier noch so ein bisschen Schmuck drauf. Einmal so ein Ring, ein Pandora-Armband und ein Armband von Michael Kors. Ich fand, das sah ganz hübsch aus. Und hier steht dann noch ein Tommy Hilfiger Parfum. Und dann kommen wir hier auch schon zu meinen Pinseln, die sich in diesem rosé-goldenen Behälter befinden. Ja, die sehen jetzt gerade noch ein bisschen komisch aus, weil ich die vorhin gewaschen habe. Aber ich wollte die hier schon mal wieder reinstellen. Ja, da sind ganz viele verschiedene drin. Vor allem von Real Techniques sind da einige drin. Da mag ich den hier ziemlich gerne. Das ist der Blush Brush. Und den hier finde ich jetzt nicht so gut, diesen Stippling Brush. Dann sind da auch noch einige von Evelyn dabei. Und auch noch der hier von Guerlain. Den finde ich auch ganz gut. Der ist eigentlich für diese Puderperlen geeignet. Und ja, dann sind hier noch so ein paar Augenpinsel, einer von Sueva, den finde ich ganz gut. Und hier unten steht dann meine Chocolate Bar Palette von Too Faced. Das ist meine einzige große Make-up Palette, weil irgendwie brauche ich nicht mehr. Und die kennt ihr wahrscheinlich auch, so sieht die aus, schon ganz gut benutzt. So, dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem richtigen Inhalt. Ich habe hier ja einmal auf der linken und auf der rechten Seite eine Schublade. Und dann ist hier unten auch noch eine große Schublade. Und wir beginnen mal wieder auf der linken Seite. Hier sind meine Augenprodukte. Sprich Mascara, dann habe ich hier einen Eyeliner, das ist mein einziger. Das ist der Liquid Ink von Essence, den finde ich auch ziemlich gut. Dann habe ich hier noch zwei Kajalstifte, so ein Eyebrow Lifter und meine beiden Augenbrauenstifte, da habe ich einmal den hier von Essence und
meinen allerliebsten von Maybelline. Der hat hier so zwei Seiten. Und bei den Mascaras ist das hier meine allerliebste Mascara, diese Colossal Go Extreme in Pink. Ich habe ja auch diese schwarze hier, die finde ich jetzt nicht so gut. Dann noch eine wasserfeste und die Zaya Real in Mini. Dann habe ich hier meine zwei einzigen Monolidschatten, die übrig geblieben sind. Einmal so ein, wie nennt man das, ein Pigment, eine Art von Tanya Burr Cosmetics. Und einen Lidschatten von Manhattan. Und diesen Metal Shock hier von Essence, den finde ich auch richtig gut. Den hatte ich in meinem Abiball-Make-up-Video getragen. Und auch dann wirklich beim Abiball. Dann habe ich hier noch so drei kleine Wimpernbürstchen. Und die einzigen Wimpern, die übrig geblieben sind. Obwohl ich die, ich weiß es jetzt schon, niemals tragen werde. So, dann kommt das alles mal zurück. Und wir gehen zur nächsten Schublade rüber. In dieser Schublade befinden sich Lippenprodukte. Also ein Labello von Babylips. Die anderen sind woanders aufbewahrt. Dann einige Lipglosse. Und auf dieser Seite sind Lippenstifte. Und hier unten habe ich noch zwei Lipliner. Also bei den Lipglossen habe ich hier einmal den hier von Flomar und drei von Benefit. Sonst, achso, und die beiden hier. Sonst habe ich alle weiteren aussortiert. Dann habe ich hier noch so ein Liquid Lipstick und eine Astor Lip Butter. Die finde ich richtig, richtig cool. Aber das ist nur so, also es ist so ein Rotton. Ich hätte gerne noch mal eine andere Farbe. Vielleicht kaufe ich mir noch mal eine. Dann habe ich hier noch diese vier Lippenstifte. Das hier ist MAC Velvet Teddy. Den kennt ihr sicherlich auch. Das ist mein Lieblingslippenstift von denen. Dann habe ich von P2, den gibt es hundertprozentig auch nicht mehr, so ein Fullshine Lipstick. Dann von Catrice einen. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Was ist denn das für eine Farbe? Ich kann es gar nicht lesen. 300 Kiss Me If You Can. Und das ist so ein, ja, schönes Rosa mit so ein bisschen Glitzer drin. Und dann habe ich hier noch einen Lippenstift, der ist von Topshop. Der ist auch richtig schön. Und hier habe ich nochmal so ein Labello von Yves Rocher. Hier unten habe ich dann zwei Lipliner. Der eine ist von Essence, das ist so ein roter. Und das hier ist so ein, ja, Mauve-Rosé-Ton von Douglas. Der passt ganz gut zu dem Lippenstift hier. Und das war es auch schon an meinen Lippenprodukten. Also da habe ich echt einiges aussortiert, finde ich jedenfalls. So, und dann gehen wir mal hier zu der unteren Schublade. Die sieht im Überblick so aus. Die Schublade ist von sich aus in drei Fächer aufgeteilt. Und dann ist hier eben dieser Boden drin. Mittlerweile sieht der auch ein bisschen anders aus. Ich glaube, der ist jetzt grau-weiß gestreift. Und ich habe mir hier von IKEA aus der Badabteilung so Acrylaufbewahrungen gekauft. Also die kann man da in so einem Dreier-Set kaufen, soweit ich weiß. Und das fand ich so ganz gut, weil ich nicht einfach alles so in die Schubladen hier schmeißen wollte, weil das ist dann irgendwie auch nicht so ganz organisiert. Und so gefällt mir das auf jeden Fall alles ganz gut. Das sieht auch irgendwie überhaupt nicht viel aus, vor allem das hier. Dann beginnen wir jetzt einfach mal wieder auf der linken Seite. Hier in dem ersten Fach habe ich meine drei Puder. Einmal das All Matte Plus von Catrice, dann habe ich von Essence das All About Matte Fixing Puder und das Stay Matte von Rimmel. Das ist so mein neuestes zurzeit. Dann im nächsten Fach habe ich hier meine Concealer. Einmal den Stay All Day von Essence, den finde ich nicht so gut. Dann hier den Catrice Liquid Camouflage Concealer, einmal in der helleren Variante. Ich glaube, das ist die 010 und in der 020. Je nach Jahreszeit brauche ich da eben eine andere Farbe. Dann habe ich hier noch so eine kleine Probe von Benefit, den Stay Don't Spray. Das ist so eine Eyeshadow Base und Concealer in einem. Also ist ganz cool, benutze ich aber nicht so oft. Und dann habe ich hier noch von Catrice diese Camouflage Cream. Also das ist wirklich ganz gut, wenn man mal einen Pickel hat, den man abdecken möchte. Und hier hinten in dem Fach habe ich einfach nur noch von Vichy so eine Sonnencreme. Also ist auch nur eine Probe, gar nichts Besonderes. Und dann mache ich hier mal weiter. Hier ist meine einzige BB-Creme. Das ist die Garnier Skin Active. In Medium, in dieser längeren Version. Es gibt da ja auch diese kleine. Und hier ist mein einziges Make-up. Das Infallible Total Cover von L'Oréal Paris. Das ist mir mittlerweile aber auch etwas zu hell, deswegen mische ich die zurzeit. Das passt dann auch ganz gut.
Nur ist es immer ein bisschen schwierig, das richtige Mischverhältnis zu finden. Aber naja. Und dann habe ich hier hinten noch eine Sonnencreme. Die ist von Lancaster. Eben in einer großen Variante. Und hier ist der Contour Stick von Fenty Beauty. In der Farbe Amber. Den kann ich euch auch mal zeigen. Also das ist das gute Stück hier. So sieht die Farbe aus. Der Fokus ist gerade nicht so gut. Also ich finde die Farbe ganz gut. Die passt sehr schön. Die ist auch relativ aschig. Ich habe den aber noch nicht so oft benutzt. Kann deshalb nicht so viel dazu sagen. So, dann kommen wir jetzt zu meinem zweiten Fach. Hier sind so, ja, Rouge-Produkte und ein bisschen Bronzer und so. Also erstmal habe ich hier von W7 den Honolulu Bronzer, der ja so eine Nachmache zu dem von Benefit sein soll. Also ich habe auch den anderen mal gehabt, aber ich finde, der hier ist ein bisschen wärmer vom Ton. Aber ich mag den trotzdem ziemlich gerne. Dann habe ich hier meine zwei Rouge-Farben. Einmal so ein NYX Blush in der Farbe Pinched. Und von Essence, das benutze ich am liebsten. Das finde ich richtig toll. Silky Touch Blush in der Farbe 50 Sweetheart. Ich weiß nicht, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. So, und dann habe ich hier so einen Liquid Highlighter von Benefit, den Girl Meets Pearl. Benutze ich aber auch nicht so gerne. Ich mag das so in Liquid nicht so gerne. Aber naja. Und dann habe ich hier noch eine Strobe and Define Palette von BU, The Contouring Revolution. Und hier sind eben so ein paar verschiedene Sachen drin. Hier sind auch so Anleitungen, wo man was benutzen sollte. Und hier ist eben ein Rouge, ein Konturpuder und noch ein normales Puder. Da bekomme ich aber nichts mehr raus, was voll schade ist. So, und das hier ist dann das letzte Gesichtsprodukt. Das ist eine Highlighter-Palette von Makeup Revolution oder Revolution, wie man es auch immer nennt. Und das sind diese drei Farben. Da benutze ich am liebsten den Ton in der Mitte, so ein Rosé-Ton. Und hier ist auch ein Spiegel mit drin, was ziemlich praktisch ist. Ja, keine Ahnung, eigentlich könnte ich die auch gut hier hinlegen, aber die lag jetzt eben hier drin. Und dann in dem letzten Fach sind einfach nur noch, ja, so ein paar Essentials, die man so zum Schminken oder auch, ja, für die Augenbrauen oder so braucht. Also das ist eigentlich schon gar nicht mehr Schminke. Ich habe hier einen Nagelhärter von P2, den finde ich richtig gut. Ich weiß aber nicht, ob es den noch gibt. Hier noch eine Glasnagelfeile. Ja, dann ist hier komischerweise eine Haarschere, eine richtige. Die habe ich mir mal bestellt, um so den Spliss wegzuschneiden. Eine Nagelschere, dann ist hier die Pinzette, die ich meistens für meine Augenbrauen benutze. Und ein Augenbrauenrasierer in Lila. Ja, dann ist hier noch so ein Döschen mit Lidschatten drin. Das bewahre ich aber nur auf, weil ich es so schön finde. Nicht wegen der Farben. Und dann sind hier noch ein paar Haargummis. Braucht man ja auch immer. Und hier sind dann ganz viele Bobbypins und diese kleinen durchsichtigen Haargummis, die kann man ganz gut für so geflochtene Zöpfe oder so benutzen. Und da hinten sind noch zwei Cremes, eine von BB und eine von Penaten. Die liegen da aber auch nur drin, weil ich sonst keinen anderen Platz habe. Und ja, jetzt könnt ihr nochmal alles im Überblick sehen. Das ist ja überhaupt nicht viel. Das war es jetzt auch schon. Hier nochmal so mein Schminktisch. Und ja. So, das war jetzt meine Schminksammlung. Sie ist ja gar nicht allzu groß, wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt. Also ich habe generell nicht so viel Schminke. Und ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!